Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von HRS unterwegs mit. Mein Name ist Sebastian und ich treffe mich heute hier in Berlin mit Christoph Magnussen. Christoph ist ein echtes Multitalent, denn er ist nicht nur Keynote-Speaker und YouTuber, sondern vor allem auch Geschäftsführer und Founder von Blackboat. Was alles im Detail dahinter steckt, das wird er uns heute noch erzählen, denn wir haben noch jede Menge Zeit. Wir fahren nämlich heute noch nach Köln. Moin. So sieht also ein Tausendfasser aus. Ich habe das gerade schon erzählt, dass du alles auf dem Kasten hast. Was machen wir denn eigentlich hier genau? Das ist nicht mein Büro, okay, sondern das Büro von Fabian Kienbaum, dem CEO von Kienbaum. Und wir machen einen Podcast. Und ich habe danach einen Termin mit ihm. Zum Podcast könnt ihr mit dazukommen, beim Termin nicht. Okay. Und das ist eigentlich quasi der erste Teil meiner Reise diese Woche. Ja, wunderbar. Dann zeigt mir doch mal, wo ihr euren Podcast jetzt aufnehmt. Podcasts spielen eine große Rolle bei dir, ne? Haben sich tatsächlich dazu entwickelt. Also eigentlich hat das nichts mit unserem originären Kerngeschäft zu tun. Tatsächlich ist aber so, im Herzen bin ich kreativer und bin eigentlich recht dankbar dafür, dass ich diese Themen nach außen tragen kann. Also die Idee war, irgendwann mal nach außen zu teilen, wenn wir so Gespräche führen, was wir da machen. Und aus irgendeinem mir fast unerklärlichen Grund ist das Ding einfach immer größer geworden. Also generell steht bei dir über allem die zwei Worte New Work. Das heißt, du definierst dein Arbeiten, euer Arbeiten in der Firma komplett neu. Oder wie kann ich das einordnen? Also der Begriff ist zu uns gekommen. Am Anfang wussten wir gar nicht, was wir da tun. Deswegen ist es gut, dass wir On the Way to New Work heißen, auf einer Reise sind. Wir haben vor ein paar Wochen Friedrich Bergmann, den Urvater dieses Begriffs, getroffen. Und da habe ich gemerkt, mich treibt im Kern was Ähnliches als ihn, nämlich dieses selbstbestimmte Arbeiten. Ja. Und vor allem nach diesem, was will ich wirklich, wirklich? Und zwar dieses zweimal wirklich, wenn ich arbeite. Und viele Menschen stellen sich diese Frage nicht. Das ist unfassbar. Ich auch lange Zeit nicht. Ich habe angefangen, BWL zu studieren. Und wenn ich jetzt mich frage, was will ich wirklich, wirklich? Ich laufe lieber wirklich, wirklich mit einer Kamera durch die Gegend und teile Content. Ist das dein Reiseequipment für eine kleine Reise? Also pass auf, eigentlich, wenn ich alleine unterwegs bin, ist das mein Reiseequipment. Dann nehme ich auch die Kamera, wenn ich spontan mal was aufnehme. Wenn wir mit großem Geraffel unterwegs sind, dann haben wir wirklich den ganzen Kram mit. Und ich habe eigentlich das Motto Smartphone only, also ich habe nur das Handy als Device, nur. Keynote-Speaker, YouTuber, Firmengründer. Einfach nochmal ein paar Schritte oder wahrscheinlich auch ein paar Jahre zurückgeblickt. Wie bist du überhaupt denn gekommen? Also ich habe in der Schule angefangen zu gründen. Also da ging es los mit so einem Catering-Unternehmen, bin dann ins Studium, habe dann relativ schnell nach dem Studium eine nächste Firma gegründet mit einem Geschäftspartner. So kam das alles und Blackboat ist dann ein Ergebnis aus einer Gründung davor, wo wir sehr, sehr schnell gewachsen sind. Auf 150 Leute in 18 Monaten, also knapp 2 Jahren, dann hochgewachsen. Und wir haben dort dann eben sehr viel, sehr früh mit Cloud gearbeitet. So, das heißt, alles an Technologie, wo ich das Gefühl hatte, das befreit mich vom Zeugs, vom physischen Zeugs und Salesforce, dann G Suite, Google Apps. Und das sind Sachen, die wir dann auch in Firmen einführen. Was würdest du denn Leuten raten, die das jetzt hier sehen und denen vielleicht noch der letzte Kick oder das letzte bisschen Mut fehlt, sich selbstständig zu machen oder zu gründen? Ich würde erstmal die Frage stellen, will ich überhaupt gründen? Also es muss nicht jeder gründen, weit weg davon. Ich würde ganz genau schauen, wie finde ich raus, was will ich wirklich, wo und wie will ich arbeiten oder halt auch leben, also das zusammenbringen. Welche Apps dürfen auf deinem Handy nicht fehlen? Also was ist, wenn du unterwegs bist, absolut wichtig auf deinem Smartphone? Also total, wahrscheinlich wie jeder, ich sage jetzt einfach mal, was ich nutze. Klar, ich brauche halt immer WhatsApp. Das ist irgendwie so ein Kanal auch für nach außen mittlerweile sehr viel. Also heute der Termin spontan verschieben, habe ich direkt mit Fabian gemacht. Ich habe mit Google Maps ständig, um zu gucken, wie die Distanzen sind. MyTaxi, Sixt MyDriver, die ganzen Lufthansa-Buchungs-Apps.
HRS und Co., also die Hotel-Booking-Apps. Wenn jemand so viel unterwegs ist wie du, sei es jetzt geschäftlich oder auch privat, hast du ein ganz bestimmtes Reiseverhalten entwickelt oder entdeckst du für dich deine Reisen immer neu? Oder gibt es bestimmte Abläufe, die immer so laufen und immer so laufen werden? Ich habe schon immer in dem Kalender drin, wo fahre ich hin, wie lang sind die Strecken, da bin ich echt sauber, weil ich dann wirklich, wenn ich ankomme, draufklicke. Das habe ich halt gern vorbereitet, weil dann ist es auf der Reise entspannt. Ja. So, das ist eigentlich so mein wichtigstes Reiseverhalten. Wie bereitest du dich auf den morgigen Tag vor? Ist ja doch einiges noch am Start, ne? Schlafen. Aber tatsächlich. Das ist schon mal eine sehr gute Idee. Tatsächlich. Jetzt von unterwegs. Das Erste, was ich immer mache, wenn ich irgendwo ankomme, ich lade den ganzen Scheiß. Weil das ist das, was morgen sonst fehlt. Also sonst rennst du irgendwo hin morgen und dann fehlt dir Batterie. Das ist einfach genau das, was nicht fehlen darf. Das macht Sinn. Und tatsächlich, das Einzige, was ich jetzt heute nicht dabei habe, was ich sonst immer ganz gern mit habe, ist eine Steckerleiste. Klingt doof, aber total sinnvoll. Du nimmst wirklich eine Steckerleiste, ne? Ja, gut. Kamera-Akkus, Laptop-Akkus, Handy-Akku, zwei Laptops, jetzt in dem Fall, ne, so, ja. Die ganze Weise, Steckerleiste, ein Stecker, wenn du jetzt halt zum Beispiel im Ausland bist, ne, hast du einen Stecker mit mehrfach, also mit Umstecker, zack, ja. Fertig. Und dann schön schlafen und neben dran. So, das ist es gewesen mit dem ersten Teil. Aber das Gute ist, morgen geht es direkt weiter. Allerdings werde ich mich jetzt mal auf mein Zimmer verziehen. Bitte euch allerdings noch, liked gerne diesen Kanal, hinterlasst ein paar Kommentare hier. Bis dann.